So, komm, Benedikt, gib noch mal alles jetzt, komm. Das ist Jan. Und Jan rennt für sein Leben gern den Sauen hinterher. Da ist eine gepackt. Ruf und komm. Mann! Und das tut er auch außerhalb der Drückjagden. Aber dazu später mehr. Und das ist Simone mit den ganzen Hunden. Zusammen bilden sie die Sauhundmeute. Ja, herzlich willkommen aus dem Saarland. Ich bin hier bei Simone und Jan. Ihr beiden seid hauptberufliche Meuteführer, richtig? Ganz genau. Richtig. Ja, und das können sich, glaube ich, sehr wenige nur vorstellen, wie man mit und von der Meute lebt. Und deswegen machen wir heute einen Rundgang, zeigen eure Anlage, eure Hunde. Ihr seid auch Westehersteller, Hunde, Schlagschutzwestenhersteller. Und Jule bekommt eine Weste. Die wird gleich vermessen. Das zeigen wir auch. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich glaube, jeder, der sowas macht, wie wir es machen, ist ein Stück weit verrückt. Wir jagen mit 22 Hunden. Ja, Rufen hat es ja gerade schon gesagt. Wir sind eine professionelle Hundemeute, wir leben davon. Wir gehen beide nicht mehr normal arbeiten, darf man das so sagen. Und unser ganzes Leben dreht sich eigentlich darum, mit Hunden zu jagen und Produkte für Hunde zu entwickeln. Der private Land- und Waldbesitzer oder Revierpächter kann uns buchen von Oktober bis Ende Januar. Wir kommen so im Schnitt mit 20 Hunden, um dann die Schwarzwildproblematik so ein bisschen mit dem Pächter zusammen in den Griff zu kriegen. Genau, wir kommen immer mit Pickup-Box und Anhänger. Hier haben wir dann eine große Box. Hinten dann für unsere ganzen kleinen Terrier. Sieht das dann so aus. Überall Licht und Lüfter drin. Und durch die Körpertemperatur der Hunde ist es eher zu warm, selbst bei Minusgraden eher zu warm. Hier gehen jetzt 16 Hunde rein. Eher zu warm als zu kalt. Und dann muss man halt sehen, dass die verbrauchte Luft rauskommt und frische neu kommt. Und dafür sind halt Lüfter in jeder Box. Genau. Und sowas kann man nicht kaufen? Das doch, da gibt es Firmen, die stellen so Boxen her, aber maßgeschneidert, so wie man es haben möchte. Und wir haben uns die so gezeichnet und dann haben die uns die so gebaut. Ja, genial. Genau, wir haben gerade zufällig ein paar Welpen liegen. Wollen wir uns die vielleicht kurz angucken? Rufen, wo du heute Morgen gekommen bist, hat es ja eher nach Regen ausgesehen. Deswegen haben wir jetzt die Welpen mit ihrer Mutter im Regenauslauf. Das ist eigentlich so der Auslauf, den die bei gutem Wetter, wenn es schön ist, nutzen. Hilde, das ist Hilde. Aus dem Wurf wollen wir selber eine Hündin behalten. So ist das zustande gekommen, dass wir jetzt gerade Welpen liegen haben. Und wir haben so um die 30 Hunde, oder wir haben 30 Hunde. Das fängt bei der Bracke an und einen ganzen Schwung Parsenterrier, Dackel, Kurzhaar, einen ganzen Schwung Heideterrier und so setzt sich das dann zusammen. Also genau. Die Hunde züchtet ihr auch selbst, die ihr im Jagdeinsatz habt? Genau, man kann ja nicht einfach zu Anfang alle Hunde kaufen, weil dann hat man erst eine junge Meute und dann irgendwann eine alte Meute. Das muss ja so ein bisschen miteinander wachsen. Genau, und jetzt haben wir gesagt, wir wollen gerne eine Hündin behalten. Wir sind uns noch unschlüssig, welche in diesem Wurf, aber eine bleibt auf jeden Fall hier. Die anderen sind auch schon alle verkauft. Alles gut. Niemand ahnt an diesem Tag, dass es leider Hildes letzter Sommer sein wird. Die nächste Drückjagdsaison wird sie nicht überstehen. Wollen wir uns mal ein Welpenhaus angucken? Ja, gerne. So sind die untergebracht. Das ist eine isolierte Hütte, Wärmelampe. Bereich für die Welpen. Und hier kann die Hündin dann raus, wenn sie mal muss oder einfach mal ihre Ruhe haben möchte, kann sie dort raus in den angrenzenden Freilauf. Das heißt, die Hunde sind bei euch nicht das ganze Jahr im Haus, sondern also, im Außenbereich? Also, wir können nicht 30 Hunde im Haus halten. Ich denke, das versteht jeder. Wir haben 8 Hunde, die sind permanent bei uns im Haus. Wenn wir jetzt so tagsüber arbeiten und draußen sind, dann sind die auch draußen.
Aber dann abends gehen die 8 mit uns rein und alle anderen leben dann in kleinen Gruppen draußen. Und sind in den Häusern hier auch schön untergebracht. Genau, ich finde das eigentlich ganz schön. Also ja, jetzt ist aber nicht das ganze Jahr über Drückjagd und ihr könnt nicht davon das ganze Jahr überleben. Was macht ihr sonst? Genau, wir produzieren noch maßgeschneiderte Hundeschutzwesten. Ja, jeder kann zu uns kommen mit seinem Jagdhund. Der Hund wird vermessen, kann aus 5 Farben seine individuelle Weste bekommen oder bestellen. Und das machen wir dann so außerhalb der Jagdsaison.